Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda quält sich Folge. Und heute haben wir mal wieder einen Zuschauerwunsch. Und zwar von The Marvel 25. Und er hat sich Total Carnage gewünscht. Ein sehr actionlastiger Titel, zumindest vom Namen her, würde ich einmal sagen. Falls ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16, mit haut's einfach in die Kommentare rein. Ich schaue mir alles mal so nach und nach an. Heute gibt es leider nur ein Spiel, weil, wie ihr hört, vielleicht ich etwas erkältet bin und ich wollte euch jetzt ein Video raushauen, aber jetzt gelang genug der langen Vorrede. Hau mal rein und schaut in das Spiel rein. Und Total Carnage, ja, da habe ich mal durchaus mal reingespielt, deswegen weiß ich, dass das echt mies ist. Das ist nur in Europa und den USA erschienen, und zwar 1994. Japan wurde zum Glück davon verschont. Und wie ihr seht, es ist so eine Art Top-Down-Shooter. Und ja, kommt aus der Arcade. Da war es ein großer Hit. Und denke mal, daher kommt auch das tolle Cover her. Aber wie ihr seht, okay, was ist das für ein komischer Schuss? Ich bin gerade echt verwirrt, ehrlich gesagt. Was für ein Schuss soll das sein? Okay. Hier so ein Schuss, ja, das macht Sinn. Aber dann hier so eine Kugel, die einfach nur um euch herumschwirrt, finde ich den doch sehr, 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 sehr seltsam. Bei eurer Aufgabe ist es hier natürlich, Leute zu retten. Aber wie ihr seht, die Grafik. Die Grafik und der Sound. Ich finde, so ein Spiel, das lebt einfach von großer Bombast-Action und so weiter. Klar, das ist auf den Gameboy natürlich nicht so leicht umzusetzen. Das gebe ich natürlich durchaus zu. Aber so schlimm, ich weiß es nicht. Auch das Gameplay an sich, wo muss ich hier denn landen? Das scrollt hier gar nicht richtig vernünftig. Hä? Ach, ich muss doch da nach oben. Weil gerade war ich ja an dem Bildschirmrand und da ging es halt gerade nicht voran. Das ist irgendwie sehr seltsam. Ja, es ist irgendwie. Jetzt habe ich hier wieder einen anderen Schuss. Der Schuss ist heute schlechter, oder nicht? Guckt euch mal die Gegner an. Also, ja klar. Also, grafisch kann ich es. Warum bin ich da jetzt so hochgeflogen? Und wo geht's überhaupt lang? Gibt's hier. Nee. Jetzt kreuzt nach oben. Warum? Exit Area. Okay. Ich habe das erste Level anscheinend geschafft. Okay. Also, sieht alles sehr dramatisch aus, auf jeden Fall. Ne? Also, das kann man geben. Aber irgendwie. Ja, worauf ich gerade hinaus wollte. Das Spiel verwirrt mich einfach nur. Und zwar natürlich, grafisch mussten hier natürlich Rückschritte gemacht werden. Ich denke mal, das lag daran, weil sie möglichst viele Soldaten, Sprites auch wirklich auf dem Bildschirm irgendwie unterbringen wollten. Und dadurch muss natürlich auch die entsprechende Technik dann etwas schlechter umgesetzt werden. Aber ich frage mich hier gerade echt. War da kein Platz für irgendwas anderes? Ich meine, immer läuft es flüssig, ja. Das ist okay, aber. Warum bin ich da jetzt gerade gestorben? Also, das verstehe ich jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt. Hat mich da irgendwas getroffen oder sowas? Okay, also bei einem Treffer sterbe ich auf jeden Fall. Seltsamerweise ist es auch so, dass die gegnerischen Soldaten anscheinend keine Gewehre bekommen haben. Da die ja alle nicht schießen. Die laufen nur. Also ich kenne es eigentlich von dieser Art von Spielen, dass man hier beschossen wird ohne Ende und dadurch so ein bisschen die Kunst natürlich ist, dementsprechend auszuweichen. Okay, wir haben einen neuen Gegner. Die haben anscheinend Pistolen in der Hand. Nutzen sie aber nicht. Die cleveren Füchse. Wir denken wahrscheinlich, nee, komm. Das wäre zu einfach, ne? Hier den Panda, den können wir doch hier einfach so drauf zulaufen, ne? Also, was mag hier schon so ein Typ mit einer dicken Wumme und ich denke mal, hier so ein Rambo-Stürmband soll das sein. Was wird er schon können, ne? Können wir auch hier ohne Pistole machen, ne? Die haben einfach so gezückt. Vielleicht ist er denn ja so ein bisschen eingeschüchtert oder ähnliches, ne? Kann ja durchaus sein. Und dann laufen wir einfach dahin. Ja. Also, ganz ehrlich, beim Anspielen habe ich es ehrlich gesagt schlechter in Erinnerung. Weil auch wenn das
ich sag mal, das Gameplay sehr nichtsaussagend ist und die Grafik halt kacke ist und das Spiel keinen Spaß macht und die Hitboxen komisch sind, ich bin das nicht, ja, das sind die Hitboxen hier und ich irgendwie nur nicht so ganz kapiere, wann das Level weiter scrollt und wann nicht. Okay, anscheinend scheint das so zeitmäßig irgendwie zu sein. Orcus Ahead. Okay, was ist ein Orcus? Meet Orcus, Mother of all Boss Monsters. Ah, okay, jetzt haben wir hier einen Boss. Okay. Ohohoho. Okay. Das ist die Mutter aller Boss Monster. Und wieso habe ich meine Waffen-Upgrades nicht? Wieso nehme ich die nicht mit? Und wieso hat die Mutter aller Boss Monster kein Sound? Ich finde es herrlich, dass wenn man getroffen wird, dass man einfach so hochfliegt, ne? Das macht irgendwie so gar nicht so Sinn. Aber hey. Was ist das für ein Waffensound? Also, Soundkulisse haben sie auch gut gespart, würde ich sagen. Oder ist das hier so eine Art Flammenwerfer? Soll es hier ein Flammenwerfer sein? Wenn ja, ist es der Flammenwerfer, der wirklich am schlechtesten... Ah, ich muss wahrscheinlich den anderen Pistolenarm killen. Es ist halt so unspektakulär. Ach so. Ich dachte, da kann mich hier unten irgendwie erreichen, aber anscheinend ja doch nicht mit seiner Zunge. Wieso hat er mich jetzt da... erreicht? Hä? Komm hier. Ich mach das hier einfach von hinten. Haha! Ich Fuchs! Da kommt er nämlich nicht in die Ecke. Und, ja. Ich merke gerade, ich muss ja gar nicht auf Dauerfeuer machen. Ah, so erwische ich ihn leider nicht. Ja, ich würde sagen, es ist so etwas seltsames Anschweigen. Ja, ich habe mich nicht bewegt. Er hat sich nicht bewegt. Wieso? Okay. Ich habe da Mother of All Bosses zumindest die Waffenarme weggehauen. Ja, das Spiel ist einfach... Ne, es gefällt mir nicht. Es ist einfach langweilig. Ich glaube, das kann man so bezeichnen. Schön, dass ihr dieses Mal wieder dabei wart. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Egal, was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.